Ja, Conor Krempicki steht bei uns. Conor, wichtiger 1:0 Heimerfolg hier gegen Viktoria Berlin. Conor, wie viele Steine sind vom Herzen gefallen, als der Schlusspfiff endlich ertönt war? Denn hinten raus war es ja doch nochmal spannend. Ja, klar. Also mega, mega viele Steine vom Herzen gefallen. Aber also gefühlt habe ich eigentlich auch gar nicht daran gezweifelt, dass wir gewinnen werden. So auf dem Platz dachte ich, das holen wir uns hundertprozentig. Ja. Du bist heute mal wieder ins Spiel gegangen als Verbindungsspieler so zwischen Offensive und Defensive. Hattest da viele Löcher zu stopfen? Ja. Wie sah es für dich aus? Wie viele Zweikämpfe gab es da zu führen? Und ja, wie hart war es im Endeffekt? Also ich muss sagen, heute defensiv hatte ich das Gefühl, dass ich nicht wirklich viel hinkam. Also kann ich jetzt, ich weiß, muss man erst im Nachhinein betrachten, wie das wirklich war. Ja, aber ich stand generell ein bisschen weiter offensiv, weil die halt auch so Mann gegen Mann vielleicht standen. Das war ein bisschen komisch. Viele tiefe Läufe auch gehabt. Ja. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, es war heute ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Ja, in Halbzeit 1 waren wir klar die bessere, die aktivere Mannschaft. In Halbzeit 2, da sind wir ja etwas mit weniger Schwung aus den Kabinen gekommen. Die Berliner waren da schon aktiver. Wie erklärst du dir das, sowas? Ja, wie soll ich das erklären? Keine Ahnung. Wir hatten halt dann ein, zwei Ballverluste, die kamen gut rein. Müssen wir abstellen und nächstes Mal ein bisschen wacher sein, direkt nach der Halbzeit. Conor, wie hat es sich angefühlt, dein erster Treffer hier vor heimischem Publikum? 20.000 Zuschauer waren da. Erzähl mal, hat ja auch ganz früh geklingelt heute. Ja, mega geil, ne? Was soll ich sagen? Vor der Kulisse hier mal ein Tor zu machen. Ja, hat mich mega gefreut und war ja auch ein guter Start für die Mannschaft. War ja hinten raus wirklich nochmal sehr, sehr spannend, aber ich glaube, jeder hat gefightet hier bis zum Umfallen. Wie fällt dein Resümee dahingehend aus? Ja, wie du schon sagst, jeder hat gefightet. Also gerade hier unsere Innenverteidiger, die alles abgelaufen haben, Andi, also mega krass. Wie sieht dein restlicher Samstag heute aus? Mal gucken. Werden wir sehen. Aber den Sieg auf jeden Fall genießen. Auf jeden Fall. Conor, vielen Dank und schönes Wochenende. Gerne. Ciao. Dumme, unser Schlussmann. Heute mal wieder die Null gehalten. Wie sah es für dich von hinten aus? Wie gut hat es die Mannschaft heute gemacht? Ja, ich glaube, sehr gut. Am Ende hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir das Spiel höher gestaltet hätten. Manchmal laufen Spiele so. Wir sind glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass wir das Spiel zu Null gewonnen haben. 6 Spiele bist du jetzt schon in dieser Saison gegentorlos geblieben. Wie ist es für dich, jedes Mal oder oftmals hinten die Null stehen zu haben? Wie viel verdankst du da auch deinen Vorderleuten? Ja, sehr viel. Ich glaube, man spielt als Team. Ne? Also alleine wird es schwierig, die Null zu halten. Da braucht man schon das Team. Und es hat bis jetzt 6 Mal geklappt. Da sind wir froh drüber. Und für ein Torwart gibt es nichts Besseres, als wenn die Null da hinten steht. Als Torwart kann man ja immer ganz gut das Spiel von hinten beobachten. Ich hatte den Eindruck, in Halbzeit 1 waren wir schon noch die aktivere Mannschaft, in Halbzeit 2 haben wir schon etwas nachgelassen. Berlin kam da etwas schwungvoller aus den Kabinen. Siehst du es ähnlich und woran hat es da möglicherweise gelegen? Ja, also im ersten Durchgang hat Berlin mich vorne nicht so angelaufen wie halt in der zweiten Halbzeit. Das hat das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht und so hat es dann wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit so ausgesehen, dass wir nicht so ganz wussten, was wir machen sollen. Wir hatten zwar trotzdem die Idee, wenn der Gegner uns vorne anläuft, dass wir dann tief spielen. Das hat dann heute vielleicht nicht ganz gut geklappt wie sonst, aber da arbeiten wir dran und dann nächste Woche wird es wieder erfolgreicher. In Halbzeit 2, da gab es auch eine ganz, ganz gefährliche Situation für die Gäste. Erklär mal, wie hast du das gesehen? Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, ja, wo Tobi Müller und Alex Petrov gemeinsam in höchster Not klären. Wie hast du es gesehen, die Szene? Du meinst den Ball, wo ich rauskomme und zu spät komme? Okay. Ich versuche den tiefen Ball abzulaufen, komme zu spät oder komm nicht mehr dran, wird quer gespielt und dann ist natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Team wichtig, dass man auch die Null zusammenhält und das haben wir dann in der Situation sehr gut gemacht. Wie würdest du sagen, wie ist deine aktuelle Rolle im Team? Was fordert da das Trainerteam von dir als Torwart? Bist du ja meist in unserem System schon erster Spieler, der das Spiel aufbaut, ja? Ja, aber ich glaube, es gibt da keinen einzelnen Spieler, der da irgendwie besonders wichtig ist bei uns im Team. Wir müssen das alle zusammen regeln und das läuft bis jetzt ziemlich gut. Wie hat sich das angefühlt für dich, im Kasten zu stehen vor heute 20.000 Zuschauern? Ja, besonders. Also das ist ja sowieso schon Wahnsinn, wenn hier 14.000 oder 15.000 sind, aber mit 20.000 ist das Ganze nochmal was ganz anderes. Dumme, lieben Dank. Ja, gute Regeneration und dann nächste Woche volle Power in Köln. Vielen Dank.